Wenn Maike Keskin zur Arbeit kommt, benötigt sie ihre RFID-Karte. Damit hat sie rund um die Uhr Zutritt. Nachts und an den Wochenenden wird außerdem ihr Gesicht biometrisch erfasst. Erst nach diesem Sicherheitscheck öffnet sich die Tür. Auf einem Display im Foyer sieht sie auf einen Blick, welcher Arbeitsplatz aktuell frei ist, und bucht ihn. Sie hat rund 150 Kollegen. Da ein großer Teil von ihnen jedoch oft außerhalb arbeitet, genügen 100 Plätze für die Belegschaft. Die Software Vistaroom 2 ermöglicht dieses sogenannte Desk-Sharing. Wichtige Arbeitsmittel wie etwa ihr Notebook muss Maike Keskin nicht ins Büro mitbringen. Das Gerät verwahrt sie über Nacht sicher in einem der Schließfächer, den E-Depots. Dieses moderne Büro befindet sich in den Räumlichkeiten der Deutschen Telekom Laboratories, den T-Labs, in Berlin. Hier hat die iVista AG eine technische Gesamtlösung für intelligentes Gebäude- und Mitarbeitermanagement realisiert. Projektleiter Hermann Hartenthaler hatte vor der Umsetzung ganz bestimmte Vorstellungen. Wir hatten die Aufgabe, in 2005 ein neues Institut auf die Beine zu stellen und eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die für die Mitarbeiter der Telekom und die Forscher, die von der TU Berlin hier arbeiten, eine ideale Arbeitsumgebung schafft, wo man kreativ und flexibel arbeiten kann in den Projekten. Und dazu war es notwendig, dass wir Systeme hier realisieren, die Desk-Sharing unterstützen, die aber eben auch leicht bedienbar sind und die eben die Mitarbeiter flexibel unterstützen. Das bedeutet, Maike Keskin findet nicht nur einen freien Arbeitsplatz, sondern auch einen in der Nähe ihres aktuellen Projektpartners. Per RFID-Karte erkennt das System, wer am Schreibtisch sitzt. Über das IP-Telefon kann die Mitarbeiterin außerdem die Arbeitsplatzbeleuchtung einstellen. Und sie ist jederzeit unter ihrer bekannten Rufnummer zu erreichen. Wird kurzfristig eine Konferenz anberaumt, kann Maike Keskin über die integrierte Vistaroom-Web-Anwendung direkt einen Raum buchen. Wo das Meeting heute stattfindet, ist auch für den eingeladenen Kunden sofort ersichtlich. Das Display im Eingangsbereich informiert über aktuelle Veranstaltungen und weist dem Besucher den Weg. Beginnt die Konferenz, zeigt das elektronische Türschild bereits den Veranstaltungsnamen. Zutritt haben nur eingeladene Personen, so bleibt man unter sich. Aufgrund der Buchung hat sich der Raum bereits vor dem Meeting angenehm temperiert. Die iVista Software steuert auch die Jalousien. Bei zu viel Sonnenlicht reagieren sie automatisch. Für das Unternehmen hat sich die Investition in das System gelohnt, denn dem Personal vereinfacht es die Arbeit. Wir haben darüber hinaus natürlich auch die Vorteile, dass wir effizienter mit unseren Ressourcen umgehen können, dass wir den Betrieb effizienter organisieren können und dadurch eben auch wirtschaftliche Vorteile erzielen können. Und das auch, weil die Mitarbeiter schnell reagieren können. Wenn Maike Keskin neue Briefpost bekommt, erfährt sie das sofort über ihr Notebook. Denn der elektronische Briefkasten verschickt E-Mails. Bei den T-Labs ist das Büro der Zukunft bereits Alltag. Hier verschmelzen reale und virtuelle Welt auf optimale Weise. Und das alles auf einer technologischen Basis: IP,